Ja, Servus Leute, heute mal wieder bei Nackt gegen Laufen. Ja, obwohl ich meinem Chef versprochen habe, ich werde in den Videos nicht mehr beleidigen und irgendwie irgendwelche anderen asozialen Wörter von mir geben. Aber es gibt immer wieder irgendwelche Gestalten auf Facebook, die mich dazu bringen, ein Merk gegen Lappen zu machen. Deswegen möchte ich mich erstmal an dieser Stelle dafür entschuldigen, dass ich wieder mal ein bisschen meinen Mund aufmachen musste. Aber ich glaube, wenn ihr jetzt diese Missgeburt seht, ihr werdet genauso denken wie ich. Gebt euch. Andele, 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 Andele. Ich bin Andele, mein Nachname ist Andele, Vorname Andele. Andela, 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 Andela. Ficke deine Mutter auch manchmal in Banderma. Und dein Gesicht sieht aus wie ein vergammelte Pastirma. Junge, Alter, was geht ab? Also gibt es böse Andela, 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 Andela. Und meine die ganzen Hater, die ich schon habe. Der war nur für euch. Hab euch auch lieb. Und an alle Bichachos, Kurva, Scharamutas. Tut mir nicht einen auf Gottvater. Guck ich in eure Portemonnaies rein, Bruder. Jörg Parra. Andele, 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 Andele. Gib euch böse. Leute, die einzige Frage, die ich mir stelle, ist: Hast du keine Eltern? Du kannst niemals Eltern haben. Es tut mir jetzt leid, wenn du wirklich keine Eltern hast, aber ich weiß, dass du niemals Eltern hast. Weil, wie willst du deine Eltern. Wie sehen denn dann deine Eltern aus? Ich will gar nicht wissen, wie dann deine Söhne, deine Töchter. Ob überhaupt, wenn ein Mann mit dir Kinder machen will. Schau, Digga. Guck mal, wie du aussiehst, du Lackgesicht, Alter. Ja, Leute, und wenn ich diese Missgeburt auf der Straße laufen sehen würde, würde ich genau das machen, was dieser Junge mit diesem Mädchen hier in diesem folgenden Video gemacht hat. Gibt doch. Jetzt werden einige von euch sagen, frauenfeindlicher Bastard, scheiß Türke, fick dich doch, geh zurück in dein Land. Junge, willst du lieber mich haben oder so eine Missgeburt? Sei doch mal ehrlich. Und ganz ehrlich, viele von euch kennen den Rapper Kudo, wer kennt ihn nicht? Jeder kennt ihn. Ghetto, Ghetto, Monte. Und es gibt eine passende Line von dem Herrn Kudo, und zwar, Zitat, wer redet wie ein Mann, kriegt auch Schläge wie ein Mann. Das lässt man sich dann zweimal durch den Kopf gehen, wenn man so eine Missgeburt sieht im Internet. Ich will jetzt aber auch nicht nur grundlos beleidigen, sondern auch ein bisschen analysieren, dieses Mädchen. Und gucken wir mal ein weiteres Video von der Internet bildet den Satz weiter. Gucken wir mal ein weiteres Video von der Internet. Punkt, Punkt, Punkt. Schreibt in die Kommentare, was anstatt Punkt, Punkt, Punkt stehen soll. An. Da bin ich wieder. Auf jeden Fall. Läuft. La Vida Loca Life. Regel Nummer 1. Niemals Beine breit. Kotzen wieder Zeit. Mini Rock High Heels. Champs Moet Rosé auf dem hannoveranischen See. Ja, Baby, heute bin ich deine Fee. 20 Männer, gar kein Problem. Ade. Da bin ich wieder. Ade. Ich kacke gerade auf PC. Und manchmal kacke ich auch im Stehen. Und dann muss ich auch mein Blech. Schon getan, ich muss jetzt gehen. Das Schlimmste ist, ich habe mich zu oben kommen lassen. Diese Kreatur heißt in echt Ludmilla. Ich geh kacken. Erzähl mir nicht, dicker Hase ist geil. Ich hatte Pech, aber egal. Ja, Leute. Andela, 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 aka Amela, 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 heißt in echt Ludmilla. Ja, hat aber Blitz mich getroffen, oder? Das ist. Andele, Andele, grüß euch die ganzen Himmelköpfe, Schwarzwutschern, Lippen, lecker. Allein die Begrüßung. Findet ihr jetzt wirklich frauenfeindlich, wenn man sie auf der Straße schlagen würde? Auf jeden Fall, dieses Video liegt raus, Alter, an ganz bestimmten Hater. Eine Frage, was machst du mit deinen Händen die ganze Zeit? Machst du Tektonik oder was? Was ist los bei dir? Bestimmten Hater. Er nennt sich Ali, Ali Salah. Du bist Ali Salah! Was das genau in diesem Moment passieren müsste, gibt euch. Du bist alles sauer. Deine Name nach. Wenn ich dieses Mädchen sehe, fällt mir kein anderes Wort ein. Missgeburt. Fehlgeburt. Ich, aber Leute, ich niemals, niemals,
nimmt sie, dann macht sie das ernsthaft. Das kann niemand. Wenn das nur alles Unterhaltung von dir ist, dann bist du schlau. Weil du weißt ganz genau, wie die Leute ticken, dass die Leute dich beleidigen werden. Das ist eine gute Geschäftsidee. Du machst dich lächerlich, jeder redet über dich, du kriegst dein Geld, verkaufst deine Ehre, geh gleich Straßenstrich, du kleine Lute. Geh an Straßenstrich, verkauf deinen Arschloch, dann redet wenigstens keiner über dich, sondern die Leute finden dich attraktiv und wollen dich ficken. Kriegst du sogar noch mehr Geld. Aber wieso machst du so, Lackgesicht? Ali, yalla, andere von meiner Seite, yalla, yalla. Klau nicht meine Videos, komm nicht auf meine Seite. Versuch mich gar nicht zu haten, ja? Was für haten, du Missgeburt? Was für haten? Wer bist du? Wie haten? Man beleidigt dich nur. Siehst du mein Video, ich beleidige dich nur. Ich mach dich runter, das ist Cybermobbing. Du kannst mich anzeigen. Geh zur Polizei, zeig mich an. Und jetzt Strafe. Toll, wie viel? 1000 Euro, 2000 Euro. Ja und? Dafür hab ich dein Gesicht missbraucht, du Missgeburt. Ist mir das scheißegal. Und was guckst du die ganze Zeit nach links? Was ist? Oh, yalla, yalla, yalla. Was denkst du, wer bist du, Missgeburt? Boah, richtig aggressiv wieder. Toll, jetzt wieder ein dreckiges Video auf meinem Kanal. Mann, ich will mich eigentlich gar nicht aufregen. Ich will nicht beleidigen. Das ist zu asozial. Komm nicht gut rüber. Der war nur für euch. Verfickte Fotze! Ändere dein Gesicht, du Missgeburt!